Der Staat sprengt alle Grenzen und deshalb ist er eben gefährlich für das wirtschaftliche Wohlergehen letztlich einer Gemeinschaft und natürlich auch der individuellen Freiheiten ist da abträglich. Und es gilt natürlich da über nachzudenken, was denn da bessere Modelle sein können. Die meisten Menschen ist ja der Staat etwas, was da ist, was man kennt es auch gar nicht anders. Und der Staat positioniert sich natürlich so, dass er mitteilt, zu verstehen gibt, ja, ohne ihn gäbe es nur Chaos und da gibt es nur Mord und Totschlag. Also er sei sozusagen unverzichtbar. Und da muss man natürlich sagen, es ist richtig, dass wenn Menschen zusammenleben, es immer Menschen gibt, die sich nicht an die Regeln halten, die andere gefährden, die das Eigentum missachten anderer, die stehlen und betrügen. Und Recht und Sicherheit sind natürlich Güter, die bereitgestellt werden müssen. Die Frage ist nur, wie macht man das denn? Muss man das monopolisieren? Und das ist ja die Staatslösung, wie wir ihn heute kennen, der Staat, wie wir ihn heute kennen, als der Monopolist für Recht und Sicherheit. Oder gibt es andere Lösungen? Und die libertäre Lehre zeigt natürlich, es gibt andere Lösungen. Und insbesondere die Staatslösung ist eben eine problematische Lösung. Sie schafft eben Konflikte. Also sie löst in der Regel gar nicht die Konflikte, die es zu lösen gibt, sondern schafft immer noch neue Konflikte. Und das einzusehen, das ist natürlich für viele Menschen sehr, sehr schwierig, weil man da sich auch Gedanken machen muss darüber, wie denn überhaupt so ein Staat entstehen kann, nicht? Und da gibt es ja die Auffassung, also ein Staat sei irgendwann mal entstanden durch einen freiwilligen Vertragsabschluss. Da hätten sich also Menschen zusammengetan und gesagt, ja, hier unterschreiben wir, dass wir Recht und Sicherheit jetzt hier an diesen Monopolisten geben. Wenn man das durchdenkt, dann wird man natürlich erkennen, so eine Verfassung, solche Unterschriften gibt es gar nicht, nicht? Also so ein Vertrag mit Unterschriften, die gibt es gar nicht. Und kein Mensch, der bei Sinnen ist, der wird auch so einen Vertrag unterschreiben, der sozusagen sich und sein Leben, sein Eigentum auf ewig einem Monopolisten unterwirft, der den Preis und die Leistung von Recht und Sicherheit festlegen kann, be quasi beliebig festlegen kann. Und dann gibt es eben einige Denker, zum Beispiel Franz Oppenheimer, das war der Doktorvater von Ludwig Erhard, dem bekannten deutschen Wirtschaftsminister und späteren zweiten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und Franz Oppenheimer erklärte das in seinen Schriften, dass der Staat eben immer nur durch Gewalt in die Welt gekommen ist, dass eine Menschengruppe die andere unterworfen hat und mit dem Ziel, Ausbeutung zu betreiben. Und so ist das auch heute. Es ist natürlich eine Illusion zu glauben, dass der Staat sozusagen gerecht sei, sondern er ist eben ein Zwangsmonopol und ist mit dem Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen inkompatibel, nicht? Sapere aude, das sagte Immanuel Kant, der Aufklärungsphilosoph, der sagte immer, Ideal der Aufklärung ist die vernünftige Autonomie. Also das heißt, Autonomie, wir geben uns selber, ich und du, wir geben uns selber die Gesetze und Regeln, nach denen wir leben und wir tun das in vernünftiger Weise, all gut durchdacht und gut begründet. Und mit diesem aufklärerischen Selbstbestimmungsrecht ist der Staat, so wie wir ihn heute kennen, unvereinbar. Und es gibt natürlich auch einen ökonomischen Grund, warum es sinnvoll ist, dass viele Menschen die gleiche Währung verwenden. Letztlich ist ein Geld auf der Welt optimal. Wenn alle Menschen das gleiche Geld verwenden, dann wird sozusagen die produktive Wirkung des Geldes optimiert. Wenn alle mit der gleichen Währung rechnen, dann kann man die Wirtschaftsrechnung besonders gut durchführen, kann man besonders gut kalkulieren, dann gibt es keine Wechselkursstörungen. Das erklärt eben auch, warum es da einen Drang gibt, möglichst viel mit einer einheitlichen Währung zu arbeiten. So, und jetzt kommt die unangenehme Wahrheit. Wenn man jetzt einen freien Markt für Geld hätte, dann, und alle Menschen hätten das Recht, dann würde es wahrscheinlich nicht lange dauern. Und dann kämen wir übereins. Ja, da gibt es etwas, das finden wir alle besonders gut und das wählen wir dann. Es könnte vielleicht Gold sein oder Silber sein. Es könnte auch vielleicht Bitcoin sein oder eine andere Kryptoeinheit. Also im freien Spiel des Marktes würde sich da etwas herausbilden auf Basis der Freiwilligkeit. Aber dieses System finden wir nicht vor, sondern wir finden staatliche Monopolgeldsorten. Also in Amerika der US-Dollar, im Euro-Raum der Euro. Und diese staatlich monopolisierten Währungen, die haben auch die Tendenz, sich jetzt quasi per Kartell miteinander zu verbinden. Und da gibt es politische Ideologien, die das insbesondere befördern. Dass man also versucht, eine vereinheitlichte Währung zu schaffen, eine einheitliche Weltzentralbank hervorzubringen und letztlich eine einheitliche Weltregierung obendrauf zu satteln. Und damit ich das hier noch mal etwas besser illustriere, der Euro ist gewissermaßen die Weltwährung im Kleinen. Da ist es dieser politischen Ideologie, die ich demokratischer Sozialismus nenne, über Jahrzehnte gelungen,
dass die Staaten dann tatsächlich sich zusammengetan haben hier in Europa und haben ihre eigene Währungssouveränität aufgegeben und haben diese Währungssouveränität auf eine supranationale Institution wie die Europäische Zentralbank abgegeben und haben zugestimmt, dass die vielen einzelnen Währungen in eine einzelne Währung verschmolzen werden. Also man hat das hier in Europa geschafft, aus vielen kleinen Währungen per Kartellbildung eine zu schaffen. Und diese Tendenz, die gibt es natürlich auch global. Und an der Stelle, ich kürze das mal ab, will ich nur sagen, das ist gefährlich, weil es auch hier zu Machtkonzentration kommt. Und ich kann es nur noch mal betonen, wenn man Macht konzentriert, dann wird es ganz schwierig oder gar unmöglich, Macht zu disziplinieren oder Machtmissbrauch zu sanktionieren. Und das führt dann natürlich letztlich in die Tyrannei. Und das ist auch ein großes Problem, auf das ich aufmerksam machen möchte. Das ist tatsächlich so, dass der Staat ein territorialer Zwangsmonopolist ist, der also die Letztentscheidungsmacht sich zubilligt, über alle Konflikte zu entscheiden, zu richten, die zwischen seinen Untergebenen auftreten und auch die Konflikte zu richten, die zwischen seinen Untergebenen und ihm selber auftreten. Also der Richter wird sozusagen der Richter über seinen eigenen Streitfall. Und dass das natürlich nicht gut ausgeht, das kann man überall beobachten. Solch ein Staat wird immer größer, wird immer mächtiger, selbst ermächtigt sich auch. Die ganze westliche Welt zeigt eben diese Pfadabhängigkeit, dass ein Staat ist, da erstmal so ein territorialer Zwangsmonopolist, immer größer, besteuert immer mehr, greift immer stärker in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ein, also von der Erziehung, Schule, Universität, Gesundheit, Altersvorsorge, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit, Umweltschutz, alles ist früher oder später in Staatshand, beziehungsweise der Staat wird ein übergroßer Spieler und zerstört damit letztlich die freie Marktwirtschaft oder das freie Gesellschaftssystem. Und deswegen sagte der Ökonom und Philosoph Hans Hermann Hoppe auch so treffend, dass selbst ein Minimalstaat früher oder später zu einem Maximalstaat wird. Das sieht man, glaube ich, empirisch überall auf der Welt. Und es gibt eben auch eine, wie ich es nenne, handlungslogische Begründung. Und man sollte also nicht denken, man könnte den Staat einhegen. Das ist naiv, also wie die deutschen Ordoliberalen das gewissermaßen konzipieren wollen, also den Staat, wenn man die guten Seiten nutzen und die schlechten mit Verfassungsregeln einhegen, das funktioniert nicht. Und auch das lässt sich ja beobachten. Der Staat sprengt alle Grenzen und deshalb ist er eben gefährlich für das wirtschaftliche Wohlergehen letztlich einer Gemeinschaft und natürlich auch der individuellen Freiheiten ist da abträglich. Es gilt natürlich da, über nachzudenken, was denn da bessere Modelle sein können. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50%
bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.